Ja, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deponia. Hallo, hinterlöchen, meine lieben Freunde. Heute ist der Boy, ist das laut, ich muss mir das kurz leise machen. Heute ist der liebe Midi leider nicht dabei, da wir jetzt gerade Dienstagabend. Warum bin ich eigentlich so laut? Ist das richtige? Achso, ja, ich habe noch ein bisschen lauter gestellt, Fell von LOL-Runde, egal. Auf jeden Fall sind wir in dieser Folge leider. Boah, wartet mal, ich muss hier kurz weg, ich kann so nicht. Ich muss hier kurz runter. Also so, wo waren wir? Also gut, der liebe Medi ist in dieser Folge leider nicht dabei, da er leider keine Zeit hatte, da jetzt gerade Dienstagabend um 10 Uhr ist und ich die Folge ganz schnell noch aufnehmen muss, dass ich sie morgen raushauen kann. Daher würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal rein, falls ihr euch wundert, warum ich so wenig FPS habe. Ich renne im Hintergrund gerade noch das Minecraft-Special, nur dass ihr es wisst. Also dann würde ich sagen, fügen wir doch da mal den Trichter an. Trichter! Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Ich mach großen Blödsinn. Sorry, zuerst die Kopfhörer. Jetzt kann's losgehen. Und dann der Trichter, oder? Da fehlt ein großer... Ach, oder geht... Ja, nee, stimmt, das ging ja schon so. Dann würde ich sagen, funk mir mal Cletus an. Ist da jemand? Hallo, Cletus! Wird im Nordquadranten vor Mülllawinen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Cletus! Komm schon! Deine Liebe ist die größte... Ruhig, Gondoliero! Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Ja. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Ja, ist okay. Meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Ja, ich bin auf Deponia. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Ich werde es mit der Verlobten Ash zuletzt sagen, damit wir von mir zuerst noch ein paar Antworten bekommen. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Ja. Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Okay. Wie ist es auf Elysium? Weil der will ja nach Elysium auswandern, wie wir wissen. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Ach, sagt der Richtige. Das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzes? Nee, halt, sonst wissen Sie ja, dass wir was... Sonst weiß er, dass wir was wissen. Und Sie beide sind wirklich verlobt. Nimm mal das. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach, nichts. Smalltalk. Ja, warum nicht? Okay. Hat Ihre Verlobte noch eine Schwester? Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Nichts gegen Rufus, aber das denke ich manchmal auch. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Ach, nichts. Ja, wir haben nicht ihre wir haben ihr keine Gehirnerschütterung zubereitet. Nein. Mal angenommen, ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Ja. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Und da merkt man, dass er eigentlich Goal gar nicht lebt, sondern sie nur für seine Pläne braucht. Das weiß ich auch nur von Chaos of Deponia. Wie gesagt, in Deponia bin ich blind, aber was ich noch kurz sagen wollte, das, was ich hier ja gerade aufnehme, haben Medi und ich ja schon mal aufgenommen, nur da ich mir mein Laptop abgekackt und die es noch nicht gewusst haben. Also spiele ich jetzt die Passage, ich sage dann, ab wann ich wieder blind spiele, spiele ich diese Passage, aber jetzt gerade nicht blind. Auf jeden Fall. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten.
Kommen Sie lieber zur Sache. Okay, plant der Organon denn auch noch etwas? Planen die Organons etwas? Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Die höheren Sphären. Ja, keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Okay, das hatten wir jetzt. Also, ich will Geld. Geld? Viel Geld? Das ist Erpressung. Aber na gut. Wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Tja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Na, Rufus, komm, so minderbemittelt kannst nicht mal du sein. Nichts gegen dich, aber ganz ehrlich. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Nope, sorry, ich möchte nach Elysium. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ja. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Aha. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Tschüss. Okay. Obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Die untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform, genau. Ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Hey. Dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich mal nach Goal. Wir brauchen die, ja. Und dann müssen wir sie ja noch irgendwie befreien. Schubdidubdu. Oh, hallo Lotti. Wie geht's dir heute so? Hallo? Ich kann mit dir gar nicht mehr reden. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Oh, ich wollte nur mal ihre Stimme hören. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu Goal. Schuppendattidu. Wir gehen zu Goal. Zu Goal, zu Goal. In die Gasse rein. So. Da liegt sie eingewickelt in einem Laken. In einem orange-roten Bettlaken. Hä? Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Alter. Seh an sie an. Hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch. Rufus. Ich weiß. Und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Ah, Rufus. Okay. Lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Der Organon. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung.
Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Da wollte ich gerade sagen. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Illusianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Das ist Erpressung. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo! Nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, meine Inspektor. Güte. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Und dafür Goal umso mehr, Herrschaft. Danke, toll, super. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Schnauze! Ah, jetzt können wir wieder. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit Gizmo. So, da. Hey! Was ist denn? Lassen Sie mich raus, verdammt nochmal. Lassen Sie mich raus! Rauslassen? Ja. Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Weil ich Goal retten muss. Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Nope. Du hast den Mann doch gehört. Ich habe aber nichts getan. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Die Zelle ist aber echt eine Zumutung. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ja. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Ein Faulenzer? Einen ewigen Unruhestifter? Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und eben. Späne fangen schnell mal Feuer. Ja gut, eigentlich hat Gizmo schon so recht, dass der eigentlich schon ein bisschen Unruhestift ist. Aber es ist ja sein Traum, nach Elysium zu gehen und diesen alten Schrotthaufen von Deponia hinter sich zu lassen. Lass ihn doch einfach, lass ihn doch seinen Traum, Gizmo. Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. Ah, dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Ah. Mir rennt die Zeit davon. Aber auf jeden jetzt Fall. Schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung. Aber bei deinem Strafregister? Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Aber also, Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Hi-ja! Ach, und die Sache mit dem Handkantenhieb. Aber wir haben das doch auch alles nur gemacht, um Goal zu retten. Wir sind ja gerade dabei, Goal zu retten, um eine gute Tat zu verbringen. Aber das checkt er ja nicht. Er sieht wieder nur das Böse in uns. Das sieht man wieder. Jeder Mensch hat eine gute und eine böse Seite. Aber er sieht halt in Rufus nur die Böse, auch wenn er jetzt gerade die Gute ausleben will. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert, aber ich muss mal. Ich muss mal. Halt es bitte zurück. Ich hab den Boden gerade frisch gewischt. Gerade frisch gewischt. Dann geben wir es einfach auf. Ich geb's auf. Gut so. Vorher. Okay, dann würde ich sagen, sind Sie ein Miso... Hallo? Meine Maus ist... Okay, meine Maus wollte gerade nichts. Sie sind ein mieser Kollaborateur. Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus. Ich bin auch kein Fan des Organon, aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Die du wirklich ganz toll ausführst, wirklich. Feuer. Feuer! Netter Versuch, Bursche, aber meine Branddetektoren würden mir melden, wenn es brennt. Okay, dann, das ist medizinischer Notfall. Medizinischer Notfall! Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant. Simulant! Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Plörre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch aushalten. Also Essen schmeckt es eklig und zweitens haben wir schon lange Abend.
Ja, dann... Mach nichts. Dann stör auch nicht. Würde ich sagen, weil das ist circa eine Viertelstundenfolge. Wie gesagt, ich wollte die Folge nur... Warte mal kurz. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ich habe nicht geblinzelt, aber ich glaube einfach mal. Und so würde ich sagen, speichern wir jetzt einfach mal. Denn ich wollte ja nur die Aufnahme so lange machen, dass ich eine Viertelstunde habe, damit ich die nächste wieder mit Medi machen kann. Das war jetzt eine Viertelstunde, also speichern. Ich hoffe, ihr seht euch noch den Rest vom so gesehen Special Tag an. Ich glaube, nach Deponia müsste... Was kommt nach Deponia? Ich glaube, ein nettes Kommentar von mir müsste nach Deponia kommen. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Freue mich schon, wenn es dann übermorgen wieder weitergeht mit Deponia. Sagt einfach mal ciao, wünsche euch eine schöne Woche. Was gibt es noch zu sagen, außer tschüss?